Der Zwickauer Sparkassen-Stadtlauf ist längst für viele zu einem festen Termin im Laufkalender geworden. Diese Veranstaltung hat sich zu einem Sporthöhepunkt entwickelt. Schon deshalb, weil es auf den unterschiedlichsten Distanzen nicht um Rekorde geht, sondern um die Freude am Laufen an sich. Auch dieses Jahr geht es wieder durch die City der Muldestadt und das nunmehr zum 11. Mal. Der Zwickauer Sparkassen-Stadtlauf wird auch dieses Jahr wieder Treffpunkt der Läuferschar aus ganz Deutschland sein. Mit Stand des heutigen Montags, 8 Uhr, lagen bereits 587 Anmeldungen vor. Das seien gut 200 mehr als zum gleichen Zeitpunkt des Jubiläumslaufes vor einem Jahr. Damit gehen die Organisatoren davon aus, die Teilnehmerzahl von über 1300 kleinen und großen Startern aus dem vergangenen Jahr erneut zu erreichen. Somit erhalte auch die 11. Auflage einen umfassenden Stellenwert. Es ist unsere traditionelle Laufveranstaltung und ich würde schon wirklich sagen, die wichtigste überhaupt im Jahr und die größte, ganz klar, mit weitem Abstand in der Region. Und das ist einfach ein Event, auch ein City-Event für die Stadt. Eingebunden in dieses Event sind erneut der beliebte Firmenlauf, die Schülerläufe und Läufe der Jüngsten bis 6 Jahre. Genau das entspricht der Philosophie dieses Tages, Sport für jedermann und Frau. Dem schließt sich der Namensgeber und Hauptsponsor natürlich an. Also ich selber nicht, aber ich habe zum Glück eine ganze Reihe von Mitarbeitern, die das tun. Meine Strecken und meine Sportarten sind andere. Ich spiele Badminton, ich fahre Ski, schwimmen, aber Laufen ist nicht so meine Sache. Aber ich war in den vergangenen Jahren immer mal dabei, habe mal das Flair genossen und es ist eine tolle Veranstaltung für Zwickau, die sicherlich auch mit unserer zukünftigen Unterstützung rechnen kann. Neben der Sparkasse Zwickau gibt es auch einen über die Jahre gewachsenen Pool an Unterstützern und Sponsoren. Mit im Boot war und ist die Stadt Zwickau. Nicht zuletzt auch das Stadtoberhaupt. Ich bin noch am Prüfen, ob ich es zeitlich in die Reihe bekomme. Zumindest ich habe ja immer beim Stadtlauf am Firmenlauf mit teilgenommen, mit der Gruppe der Stadtverwaltung. Aber es ist ja auch möglich, als Familie zu laufen. Also ich kann es wirklich noch nicht sagen. Gesagt werden kann, es wird aufgrund von Baumaßnahmen einen teils veränderten Kurs und den Zieleinlauf in der Peter-Breuer-Straße geben. Erweitert wurden die Möglichkeiten der Umkleide und Dusche in der WHZ. Neu ist die Teilnahme von einer Leichtathletendelegation aus Dortmund. Die Oberbürgermeisterin erinnert daran, dass der Lauf noch weit mehr ist. Es nicht vorrangig um Zeiten und Rekorde geht. Also Sportarten wie Schwimmen, Radfahren, Laufen oder auch Walking, Wandern sind Sportarten, die kann jeder machen und die halten einfach gesund und fit und jeder will doch möglichst lange gesund und fit bleiben. Deshalb nutzen Sie auch den Zwickauer Stadtlauf am 19. Mai und nehmen Sie teil. Anmeldungen sind noch bis 15. Mai unter zwickau.de/stadtlauf online möglich. Für Kurzentschlossene auch noch am Veranstaltungstag bis 9 Uhr im Meldebüro der WHZ.